Hallo in diesem hallenden Zuhause. Ihr kennt ja mittlerweile alle das Haus. Ich bin jetzt gerade mal hier mit der Kleinen. Hallo mein Schatz. Hallo meine kleine hübsche Prinzessin. Ja, ich habe heute Morgen mit meiner Mama ein bisschen was in der Küche eingeräumt. Ich habe gerade so einen schweren Karton getragen. Oh mein Gott, meine Freundin hat ihn ins Auto geschleppt und meinte, das schaffst du nie. Lass es stehen. Ich so, nein, schaff das. Das war schwer. Ich habe ein paar Kartons einfach überpackt, die hätte ich nicht so schwer machen sollen. Das ist auch nicht so gut fürs Geschirr, glaube ich, aber egal, ich räume das ja jetzt aus. Ich werde euch die Tage einfach ein bisschen mitnehmen. Ihr seht, wir haben schon ein bisschen Putzmittel da, wir haben die Schränke ausgewischt und so und haben auch schon so ein bisschen was einsortiert. Es wird aber ein Küchenmakeover geben, habe ich mir gedacht. Es wird ein Küchenmakeover geben, denn die Griffe waren jetzt tatsächlich, oder allgemein die Küche ist bei euch nicht so gut angekommen. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Für mich sind die Griffe ein ganz bisschen was Krankenhausartiges. Das ist überhaupt nicht schlimm gemeint. Also ich meine, jeder hat einen anderen Geschmack, respektiere ich total. Und das ist trotzdem alles eine super Qualität. Auch die Elektrogeräte sind alle... Aber ihr könnt gespannt sein, ich habe mir nämlich neue Griffe ausgesucht. Die werde ich einfach, das ist nämlich so easy, schaut mal. Kann man einfach rausschrauben, legt man ordentlich weg und wenn man auszieht, macht man es halt wieder dran. Habe ich bei uns auch schon oft gemacht mit Ikea-Möbeln. Genau, das hier ist zum Beispiel die Schublade, die zu Hause so die Gruselschublade war, weil hier halt alles so, gerade so die ganzen Backförmchen rumliegen. Da werde ich definitiv auch noch vielleicht bei Action, bei Click and Collect ganz viele solcher Boxen holen, dass man alles schön ordentlich drin hat. Weil klar, jetzt geht's vielleicht noch, aber wenn man da was rausholt, dann hat man halt ganz schnell wieder ein Chaos. Genau, ich habe hier zwei Boxen mitgebracht, die andere steht noch im Flur. Aber die Kleine wirkt irgendwie total klassisch auf mich fixiert. Ihr, falls ihr mich noch nicht so lange schaut, die Kleine ist fast 17 und ist halt so gut wie blind eigentlich durch den grauen Star. Das passiert ja im Alter. Und auch so gut wie taub. Also es geht noch, wenn man jetzt so, dann sieht man, sie reagiert noch, aber sie kann nicht mehr so 100% zuordnen, wo. Jetzt sieht sie auch noch schlecht, weil sie die Haare mal davor hat. Morgen geht sie zum Friseur. Tatsächlich glaube ich aber, dass sie dank der Demenz, also durch die Demenz, hier besser klarkommen wird, weil sie halt viel weniger, sagen wir mal, Platz hat, sich zu verlaufen. Bei uns zu Hause ist es gerade abends, dass wir die Türen zumachen vom Hauswirtschaftsraum und so, weil sie einfach nicht mehr klarkommt. Es ist einfach zu groß und dann steht sie da so richtig lost zwischen Heizung und Vase und steht da so 2 Minuten. Also alle, die Hunde haben, sowas passiert eben im Alter, wenn sie, sagen wir mal, keine anderen Sachen haben. Ne? Also sie ist kerngesund. Es ist kerngesund, natürlich altersbedingt, Herzchen und so, Nieren und so, aber nichts jetzt, was man sagen würde, das ist jetzt schlimm. Deswegen altert sie einfach auf diese Art. Und das ist jetzt natürlich schon ein Prozess, der ja, einfach dazu gehört. Am Anfang schwer zu akzeptieren, aber jetzt ist es eigentlich ganz süß mittlerweile und vielleicht ist es eigentlich auch eine schöne Art vom Altern. Genau, ein bisschen steht hier schon. Ich finde, das kommt so gut zur Geltung. Oder was sagt ihr? Ich finde, das Dunkelgrün passt hier so gut rein. Grün-Gold wird sich allgemein durchziehen hier, denke ich mal, im Haus. Also auch im Badezimmer oben, da habe ich auch viel geplant. Es wird auch ein Bad-Makeover geben. Nachbarn haben wir übrigens gestern auch noch kennengelernt. Waschmaschine ist ja auch da, Trockner kommt morgen. Also alles läuft und ja, ich sehe jetzt aktuell immer ungeschminkt aus. Aber wofür, wenn man halt auch Staub und so, das ekelt mich tatsächlich. Muss man dann immer regelmäßig das Gesicht waschen. Dadurch habe ich auch immer noch gute Haut. Glaube ich, weil ich bin dann doch bei Staub so empfindlich, das ist dann doch eher so mal, ne, wisst ihr, was ich meine, so Unreinheiten, dann packt man sich ins Gesicht und so. Deswegen einfach, ne, chillig. Ich räume jetzt mal ein bisschen die Küche ein. Neuer Tag, neues Glück. Ja, gestern habe ich, glaube ich, nicht gefilmt, weil gestern haben wir ja noch ganz viel in der Küche eingeräumt und schon ein bisschen was rübergebracht. Aber wie gesagt, wir haben ja auch ein Umzugsunternehmen. Ich bin ein bisschen, ja, ich würde so gerne am liebsten jetzt schon alles darüber bringen und nur die Möbel machen lassen. Aber das ist einfach zu schwer, weil ich mehr als 2, 3 Kartons passen auch nicht in unsere Autos jeweils. Von daher ist eigentlich Quatsch, ich weiß, aber man ist dann ja so motiviert. Ne? Also es ist motiviert, ich will es halt hinter mich dann auch irgendwie bringen. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall 2 Kartons mitgebracht, die ich schon einräumen kann in die Küche. Einmal Gewürze und so. Und gestern sind noch ein paar Sachen angekommen. Fürs Haus wollte ich euch unbedingt zeigen. Und zwar einmal unter anderem möchte ich eine Müsli-Bar machen. Und da habe ich mir so Aufbewahrungsgläser gekauft, die ich dann so beschriften will mit meinem Dymo-Gerät, was ihr vielleicht schon von mir kennt. Die sind echt cool, kann ich euch verlinken. Und das hier ist ein neuer Halter für Küchenrolle. Genau. Richtig cool mit dieser Platte hier. Die ist auch immer individuell. Ist auch von Amazon, verlinke ich euch gerne mal. Und die Gläser sollen halt hier, okay, wie heißen denn diese Regale von Ikea? Lack?
Klacks, Kallacks, ach keine Ahnung, ihr kennt bestimmt diese, die so länglich sind, die halt so, als würden sie schweben aussehen. Ja, auf jeden Fall soll das dann hier hin. Und dann halt so dieser ganze Schrank ist dann halt so Müsli-Bar und dass man halt so sein Frühstück machen kann. Außerdem neu ist, vielleicht sieht man das, hier überall kleine Beschriftungen. Und zwar habe ich für das Umzugsunternehmen Sachen beschriftet und denen auch noch eine To-Do-Liste sozusagen geschrieben, wo drauf steht, welches Teil noch in welches Zimmer kommt und dann halt, wie gesagt, hier an die Wände gemacht, wo was hin soll. Genau, die zwei Kisten habe ich jetzt mitgebracht. Einmal Badezimmer, einmal Gewürze und Kram. Und Leute, ta-da-da-da! Wie cool sieht das aus? Richtig ordentlich. Ich liebe übrigens, dass die Schränke so diesen, nennt sich das Soft Close? Ich weiß es nicht. Ja, das ist noch mein Problemfach. Ich denke, da wird es noch ein kleines Makeover geben. Allgemein gibt es noch eine Küchenumgestaltung, weil ich noch ein paar Sachen verändern will. Auch gerade von der Organisation. Das sieht halt so reingestopft aus, obwohl ich sozusagen alles gestellt habe und es ein System hat. Aber vielleicht mache ich das alles in Boxen. Genauso wie mein Problemfall, die Teeschublade. Auch da wird es eine Lösung geben in einem separaten Video. Habe ich nämlich eben dank einer Zuschauerin rausgefunden. Mega cool. So viel zu heute. Ich werde jetzt nach Hause fahren und das war es jetzt auch erstmal sozusagen für heute, was ich hier gemacht habe. Ich kann auch noch eine Sache zeigen, was ich bestellt habe. Finde ich mega cool. Aber das muss ich am Ende auch anbringen. Ich wollte das jetzt schon die Tage machen, aber ich habe mir diese LED-Strips gekauft, Stripes, wie auch immer, die man so an die Wände anbringt, beziehungsweise an die Decke. Mit Alexa kann man das koppeln. Mega nice, oder? Dann kann man halt sagen, Alexa, mach bitte rotes Licht an oder gelbes oder was auch immer. Beziehungsweise, worauf ihr euch freuen könnt, wird ein separates Drehzimmer-Makeover, Kleiderschrank-Organisation, Schminktisch-Organisation, Küchen-Makeover, Badezimmer-Makeover. Das war's, glaube ich. Hello, hello! Ihr seht es vielleicht hinter mir, der Umzug hat stattgefunden. Oh, Freunde, ich wusste nicht. Also natürlich habe ich mir schon gedacht, aber ein Umzug ist wirklich viel Arbeit. Oh mein Gott, unfassbar viel Arbeit. Ja, wir haben es irgendwie geschafft. Der Umzug war am Samstag. Heute ist Montag. Ich glaube, dass da noch Kartons stehen. Glaubt mir, das ist, glaube ich, normal. Weil wir waren am Sonntag, war ich so platt. Ich habe, glaube ich, über 10 Stunden mit dem Umzugsunternehmen Sachen reingeräumt und halt immer gesagt, wo alles hin muss. Ich hatte ja alles beschriftet und auch die Kartons beschriftet, aber die Kleiderschranke mussten auseinandergenommen werden, weil die hier nicht durchpassten und. Dann musste jedes einzelne Teil zugewiesen werden und so. Also obwohl ich voll viel gearbeitet hatte vorher und Sachen eingeräumt hatte, war es irgendwie dann doch noch voll viel und hier sah es echt schlimm aus. Problem ist aktuell auf jeden Fall, dass Ikea und alle Läden nicht aufhaben und wir haben jetzt halt mit Click & Collect ganz viel bestellt an so Lagermöglichkeiten, wie Boxen und wir brauchen noch einen Schuhschrank und so. So steht halt noch alles rum. Aber das kommt jetzt, außer der Schuhschrank. Ikea hat ja super viele Sachen aktuell nicht, weil ja wahrscheinlich jeder jetzt irgendwie umräumt und sein Haus schön macht, anstatt in Urlaub zu fahren und so. Deswegen, ja, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie es hier jetzt aktuell aussieht. Ja, aktuell hier der Flur. Ich weiß, Müll. Wir haben nämlich noch keine Müllzüge, also noch keine so Boxen zum Trennen. Die werden aber noch bestellt. Das ist wirklich die Sünde des Jahrtausends, und zwar der Hauswirtschaftsraum. Waschmaschine und Trockner gibt es ja schon. Hier unter sind die ganzen Liegen, Auflagen und was alles, unsere Jacken. Und das Regal war ja eigentlich mal mein DIY-Raum. Da haben wir jetzt dann die ganzen Sachen, oder werden wir einräumen. Dafür haben wir 20 Boxen bestellt von Ikea, wo man alles einsortieren kann und alles beschriften kann. Und eventuell kaufen wir von dem Kallax, heißt das glaube ich, nochmal ein Achter hinzu und legen das oben drauf. Bei eBay oder so gucke ich mal. Das habe ich damals auch von eBay-Kleinanzeigen für 50 Euro und das kostet eigentlich über 100, weil das ist nämlich hier hochglanzweiß. Also kann ich sehr empfehlen, falls ihr bei eBay oder so mal schauen wollt. Da findet man gerade bei Kleinanzeigen echt oft mal Sachen. Ja, ansonsten stehen hier noch überall Bilder. Das Wichtigste ist die kleine Ecke von unserer Maus. Ihr wisst, das ist mir besonders wichtig, weil ich so Angst hatte, dass sie nicht klarkommt. Aber ja, der erste Abend war ein bisschen anstrengend, weil sie sehr unruhig war. Aber wie ihr seht, die kleine Prinzessin hat schon einen Platz gefunden. Und natürlich ihren Platz. Abends ist es so, dass wir sie teilweise da so ein bisschen aussperren müssen, die Tür nur ranlegen und dann halt es dunkler machen, damit sie weiß, jetzt ist Nacht, weil sie ist ja wirklich schon ziemlich alt und dement. Genau, dann haben wir hier eine TV-Konsole, die ist schon neu, die meine Mutter nicht aufgebaut. Die war von Amazon, kann ich euch mal verlinken. Also mittelmäßige Qualität. Ich finde, die sieht ganz nice aus, weil die hat hier auch so Licht. Man kann das halt so mit so einer Fernbedienung verstellen. Aber ja, sieht besser aus, als sie zusammenzubauen war. Fast 2 Stunden haben wir gebraucht. Wenn ihr die aufbaut, braucht ihr definitiv einen Akkuschrauber, weil da waren so viele Schrauben bei, unnormal. Couch, ein Bild hängt da schon. Die ganzen anderen Bilder sind noch irgendwo in den Kartons, die kleineren. Die Deko müssen wir irgendwo hin verstauen, müssen wir mal schauen. Ich finde, das hier sieht richtig gut aus schon.
Hier müssen noch auf jeden Fall Pflanzen rein. Das Weihnachtsgestrüpp muss noch raus. Da kommt noch Papas Gras rein. Und dann sind wir auch schon hier und haben unseren großen Spiegel. Das ist unser Highlight. Der war ja im Flur und ich finde, der macht sich hier drin so gut. Sieht richtig schön aus. Und hier auch das Pampasgras, das ist auch richtig schön. Küche haben wir jetzt das hier. Das war ja eigentlich oben so ein, das war ja eigentlich für Deko-Zwecke. Ja, mal gucken, ob wir irgendwann nochmal einen richtigen Esstisch kaufen. Alles ist eingeräumt, das ist richtig gut. Aber auch da werden wir noch Sachen verstauen müssen. Denn aktuell haben wir die Pfannen und Töpfe noch hier drin, weil ich das ein bisschen verplant habe. Also da müssen ein, zwei Sachen leergeräumt werden, weil das einfach nicht passen wird. Also da müssen Sachen auch in den Hauswirtschaftsraum. Ja, das Badezimmer, da fehlen uns ja auch noch Unterschränke hier. Die habe ich bestellt, sind aber noch nicht da. Deswegen stehen hier auch noch alle Produkte, alle möglichen Handtücher und so können wir ja noch nicht verstauen. Ja, aber ein bisschen Deko haben wir schon. Ja, auch hier haben wir noch viele Kartons. Das ist ein Büroraum. Vielleicht sieht man hier ein paar Unterlagen, deswegen machen wir mal so. Das hat aber sonst gut geklappt. Auch hier mit dem goldenen Regal, das sieht echt cool aus, finde ich. Und jetzt das Zimmer des Grauens. Ich habe so viele Kartons und überall suche ich was, weil ich meine Schminke nicht gefunden habe. Am Ende hat sich die wo ganz anders angefunden. Ja, Möbel stehen. Die haben ja auch direkt alles aufgehängt, richtig cool. Kleiderschrank steht auch. Da ist ja das Problem, dass in diesem Kleiderschrank, in diese zwei Fächer eigentlich noch, all diese Klamotten müssen. Ich habe keine Ahnung, wie das passen soll. Ich werde das da oben auf jeden Fall nutzen müssen. Ja, ich hatte ja schon aussortiert, aber eigentlich hatte ich ja noch zwei Schränke mit 75 cm. Die habe ich ja meinem Freund gespendet, weil es hier auch nicht reingepasst hätte von der Länge. Und auch das Schlafzimmer. Da gibt es zwar schon das Bett, mega hell hier und mega schön. Und hier ist mein Schrank. Guckt euch das an. All das muss ich jetzt auch irgendwie verstauen. Schwierige Sache. Muss gehen. Ansonsten ist es hier eigentlich echt schon ganz schön, außer die ganzen Klamotten, die noch eingeräumt werden müssen. Ja, ihr seht, ein Umzug ist doch mehr Arbeit als gedacht, aber es ist, ich bin froh. Wir haben jetzt das ganze Haus leergeräumt, da ist wirklich nichts mehr. Wir waren, glaube ich, noch nach dem Umzug dreimal oder viermal da und haben die Autos vollgepackt mit Müll und Restmüll, weil es schon gar nicht mehr alles reinpasste. Man schmeißt dann ja doch ganz viel weg und ich bin jetzt froh, dass das jetzt hinter uns liegt und wir uns dann jetzt darauf fokussieren können, das hier auszuräumen. Also gestern waren wir erstmal fertig mit der Welt und dann heute, ja, haben wir jetzt noch die Übergabe und dann wird ab morgen ausgeräumt und Mittwoch holen wir schon ein paar Sachen ab zum Einräumen und dann denke ich mal, wird das. Also ihr könnt euch auf die nächsten Wochen auf so ganz viele Makeovers freuen. Ich werde immer nach und nach filmen, das irgendwann alles zusammenschneiden und dann euch Raum für Raum zeigen. Ich glaube, das ist ganz cool, weil ich habe echt mir wirklich viele Sachen überlegt, halt so ein bisschen on a budget, weil ich habe ja gesagt, wir machen das jetzt hier nicht, also es soll schön und wohnlich sein, aber wir lassen hier nicht Sonder anfertigen oder sonst irgendwas, weil wir, das ist ja nur zur Miete, ne? Und wir suchen ja, wisst ihr ja, eigentlich ein Haus auf Dauer gesehen, deswegen muss es halt so ein Mittelding sein. Ja. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich habe euch so ein bisschen durch die Zeit mitgenommen. Also ich muss sagen, es war wirklich nervenaufreibend. Und ich glaube auch, das Ausräumen ist jetzt nochmal nervenaufreibend. Aber es wird schon. Also wenn man jetzt jeden Tag ein bisschen was macht, dann wird es schon. Hoffe ich. Wie lange habt ihr denn mal gebraucht, wenn ihr umgezogen seid, um alle Kartons auszuräumen? Weil wir hatten, glaube ich, über 70 Umzugskartons. Und da, also da war noch lange nicht alles drin. Die ganze Küche gefühlt nicht. Das habe ich ja alles vorher hierher gebracht. Also richtig heftig. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch aufs nächste Video freuen. Dann machen wir auf jeden Fall den Kleiderschrank. Vielleicht finde ich noch ein paar Hacks, wie ich das so verstauen kann, dass da mehr reinpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!